Jerusalem. Seit 20 Jahren bin ich nun bei den Sarazenen. Saladins Ziel ist Jerusalem. Die große alte Stadt ist drei Religionen heilig: dem Christentum, dem Judentum und dem Islam. Damit ist sie die wahre Hauptstadt des Heiligen Landes. Wenn es wirklich einen Sieger in diesem endlosen Konflikt geben sollte, dann wird es das Heer sein, das Jerusalem beherrscht. Die Sache wird dadurch kompliziert, dass Saladin die Stadt selbst unversehrt lassen will. Wenn nur ein einziger heiliger Schrein beschädigt werden sollte, wird das Volk Saladin nicht als einen Befreier, sondern als einen weiteren Eroberer ansehen. Der Kinderkampf der Religion, würde ich mal sagen. Lassen Sie es nicht zu, dass irgendein Kloster oder Felsendom in Jerusalem zerstört werden. Zerstören Sie die 5 Türme, die Jerusalem verteidigen, damit Saladins Herr die Stadt einnehmen kann. Hinweise: Schneiden Sie Jerusalem von der Nahrungsversorgung ab, indem Sie seine außengelegenen Felder stürmen. Die beiden Ritterorden haben außenliegende Stützpunkte, die bedacht werden sollten, bevor sie die Stadt überfallen wird. Tribocke können auch auf Entfernung mit Türmen kurzen Prozess machen. Jawohl, ich würde sagen, es geht rund. Ja, wer bist der du? Der Stützpunkt unserer Feinde ist beeindruckend. Wer quatscht wir mich von der Seite an? Unsere Abwehr aufbauen, bis wir ein großes Heer haben. Ja, das ist jetzt natürlich schön. Aber so ganz effektiv gesehen, muss ich dann doch fragen dürfen, sollen wir ein Dorfzentrum hinbauen? Also ich meine, dagegen hätte ich nichts, klar, wir brauchen gar nicht diskutieren. Aber ich würde mich gerne absichern, bevor ich irgendeinen Schmuh mache. Okay, aber die Devise ist mal klar. Wir sind hier kein Bier vor vier. Nee, keine Ahnung. Was? Oh, noch mehr Schafe. Ja, Entschuldigung. Die nehme ich ganz locker mit, ja, meine Damen und Herren. So. Schick mal kurz ein kleines Kavallerie vor. Und schau mal. So, hier hätten wir Gold. Durch Holz werden wir gesichert teilweise. Oh ja, der Wald war wichtig. 200 Holz da entgegenzusetzen. Bombe. So, dann nehmen wir die 6 Schafe nehmen wir auch noch mit. Ist alles Nahrung, darf es auch nicht unterschätzen jetzt, ne? Aber gut. So, also Auskundschaften, wo es jetzt praktisch, wo es praktisch was zu holen gibt. Seit wann Eichenwald in der Wüste wächst? Naja, boah, weiß ich auch nicht. Aber gut, macht mal alle, wie ihr meint. Ich suche erstmal ein bisschen ab. Steine habe ich noch gar keinen gefunden. Aber in der letzten Mission wurde gesagt, Steine sind Mangelware. Und jetzt Steine, vielleicht sind sie keine Mangelware mehr. Vielleicht auch immer noch, ja. Weiß ich auch nicht. Wir werden es hier herausfinden. Oder auch nicht. Hallo, Kinder, ihr seid zu aggressiv. Das ist euer Problem. Ihr wollt immer kloppen und vergesst dabei zu denken. Oder so ähnlich. Nee, weiß ich nicht. Hier unten lang. Gut, also der... was? Ach nee, okay. Sah aus hier wie Steine, aber es sind nur ein paar Gazellen. Ein paar galante Gazellen. Boah, ist schwierig. Oh, okay, das hat sich damit... Ja, damit hat sich die Frage, glaube ich, ziemlich erledigt, wo wir das hinsetzen werden. Nahrung, also Holz kriegen wir da, Nahrung durch Schafe und Felder. Gold ist da, Stein ist da. Ich glaube, also, ich beschwere mich nicht, würde es mal so sagen. Hoppla. Diese ganzen Wege sollen uns erstmal echt scheißegal sein. Hicks, schluck auf, ich weiß nicht. Ja gut, ich würde sagen, das Ding ist geritzt, das nehmen wir mit. Oh, nochmal 2 Schafe. Boah, Schafparadies, ey, Wahnsinn. Das geht doch auf keine Kuhhaut. Denkst, ich bin zerstört, du bist der Wiefersteiner zuschaut. Entschuldigung, musste sein. Alter, Flüssiglaufen Spiel. Warte mal. Okay. Ja, so. Genug gewartet. Jetzt geht's mal rund. Es rappelt den Karton, meine Freunde. Na, nicht quatschen, auch mal machen.
So. Dann nehmen wir euch alte Drückeberger alle mal mit. Können wir da hinten hin oder so, dass ihr mich nicht nervt. Und meine 14 Schafe. Das sind auch 1400 Nahrung irgendwo, ne? Muss man auch mal sehen. Alter, ist meine Maus nicht ganz in Ordnung oder was? Ich habe das Gefühl, die Maus will teilweise nicht. Weiß ich nicht. Warte mal, irgendwas passt da nicht. So, so, hallo, Kinder, Entspannung. Schielt mal euer Leben, bitte. Wahnsinn, ey. Dummes Schaf, nein, ihr geht alle nach oben. So. Dann hört bitte auf, Dinge zu tun und Alter, lauf flüssig, Mann, ich raste gleich. Das heißt gleich, ich raste ja schon. Boah, das geht so nicht. Nee. Warte mal. Also wir speichern erstmal ab kurz. Saladin 4-1 und dann haben wir zwei Möglichkeiten. Erstens wäre diese Möglichkeit. Hoppla, hallo. Ja. Nee. Dann, Alter, was ist... Warte, was? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Aber mal ganz schnell zurück hier. Ich fass es ja nicht. Okay, ich glaube aber, das liegt nicht an der Maus, sondern... Mein Laptop möchte einfach gerade nicht. Oh, der war wichtig. Der wird wichtig. Scheiße, Leute. Scheiße, Mann. Ich bin geliefert. Ich bin geliefert wie ein Zalando-Paket. Vielleicht habe ich auch nicht schon 270 Millionen mal gebracht, aber gut. So. Ja, heul mal nicht rum jetzt. Klingelingeling. Und so, danke. Ich mache jetzt einen Speicherpunkt und danach geht's weiter, wenn... Weil das geht so nicht. Jetzt geht's flüssig auf einmal. Oh, jetzt muss der außen rum. Ich, Alter, nee. Boah, angepisst ich wo denn? Nie, ey, du laberst. Okay, komm. Nee, ihr pisst mich jetzt nicht an. Ich lass mich gar nicht von euch anpissen irgendwo. Okay, nach dem Ball mache ich aber wirklich Schluss hier. Sehe ich doch gar nicht ein hier. Mich mal mit dem Laptop ficken zu lassen irgendwo. Wenn ihr die Folge seht, habe ich meinen neuen PC wahrscheinlich schon und... Tja. Pech. Kann auch nichts machen. Scheißdreckskacke, ey. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. Kinder, ich bin raus. Ich speichere mal und Tolling 1 sagt bis gleich. Und ciao und irgendwie... Ich wiederhole mich 200 Mal. Ciao und bis bald. Nein. So. Meine Damen und Herren. Da. Ja! Es geht rund, würde ich sagen. Und es... Also gerade eben, ich weiß es nicht, was los war. Ich weiß es einfach nicht. Aber egal, was es war, ich halte mich im Hintergrund. Die sollen erstmal machen, wie sie meinen. Ich baue jetzt hier erstmal meinen Wall dahin und die Welt ist erstmal schön. Das müsst ihr mal bitte ein Stückchen hinter. Dankeschön! Vielen Dank für eure Rücksicht. Spaten hoch 3, ey, ehrlich. So. Okay, die wollen aber auch meine Zelte töten, ey. Um jeden Preis habe ich das Gefühl, aber... Die Stadt gehört uns. Unsere Bemühungen waren erfolgreich. Was? Die Stadt gehört hier erstmal überhaupt niemandem, ja, amigo? Soweit nichts anderes gesagt, gehört die Stadt erstmal Tokoloni 1, ja? Warum bist du außerhalb? Warum bist du außerhalb dieser Mauer? Die Mauer ist so schön. Du willst die Mauer nicht lieben. Schäm dich. Liebe die Mauer. Liebe sie. Scheiß doch die Wand an. Ihr seid behindert.
Gepanzerte Reiter, ey, wie billig. Was seid denn ihr für Opfer, ey? Euch mach ich doch mit links kaputt, ihr Spatenkinder oder was? Komm, ich hab doch meine hier Schieß-Heinzis da. Schau, ihr geht mal dahin. Schau, ihr geht dahin und ihr geht dahin und was? Kann ich euch nicht einquartieren? Ich kann euch doch bestimmt einquartieren. Okay, war mein Fehler. Ich hätte die gar nicht erst... Warte mal. Wir machen das anders. Nervende Schafe. Okay, jetzt. Muss ich den wohl mal ordentlich auf die Fresse geben oder was? Ich lasse mich doch hier nicht von euch ficken oder was? Nein. Nein? Geh wieder rein ins Haus, ey. Ich glaub ja wohl nicht, ey. Ich glaub's ja wohl nicht. Okay, Fakt ist, ich habe zu wenig Platz und das ist scheiße. Ich brauche mehr Platz. Oh, hier ein Feld. Wenn es so perfekt passt, Liebe, ey. Liebe pur, ehrlich. Kann man nicht anders sagen, Kinder. Kann man nicht anders sagen. So. Dann seid ihr erstmal gesetzt. Und du baust das... Hallo, du sollst ein Tor hinbauen. Was denkt der sich eigentlich? Richtig, gar nichts. Sind wir schon... Beide dieser Meinung, du und ich. Nee, ehrlich mal, was... Weiß ich auch nicht. Da soll ich weniger für Graf Zahl halten und dir mal besser was reißen. Irgendwas reißen aus der Hochsprunglatte. Hör mal, die Hochsprunglatte reißt und dann... Musste das sein. Musste. Egal was, ihr habt es toll gemacht, Kinder. Ihr habt es super gemacht. Bombastisch. Zack, zack. Ihr Schafe könnt da trotzdem. Hier ist Platz für alle, ganz ehrlich. Ihr macht das klasse. So, warte mal, dann haben wir hier ein Feld. Dann das Tor ist zu, danke. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe ja sowas auf engem Raum zu bauen. Also da könnt ihr mich mit haben. Da bin ich ein richtiger Freund von, muss ich ehrlich sagen. Generell kleine Räume oder irgendwas, also ich würde jetzt sagen irgendwas Kleines, aber das kommt komisch drüber. Also nee, kleine Räume oder kleine Plätze finde ich, weiß nicht, feiere ich persönlich. Ich weiß nicht mal warum, aber ist halt so. Lebenseinstellung oder so ähnlich. So, hier geht, oh, hier geht noch ein Feld hin, wie geil. Wie geil. Wie geil. Wie geil ist das denn? Meine kleine Siedlung oder so, nennen wir das Spiel. Hab ich nicht noch ein Dorf? Ja, genau du. Was? Imperialzeit, willst du mich eigentlich verarschen? Ich bin Ritterzeit, das ist unfair. Ich darf das nicht, oder was? Schon klar. Die blöden Imperialen, schon klar, dass du da dagegen bist. Oder so ähnlich. Okay, was könntest du jetzt machen? Was könntest du effektiv zur Gesellschaft beitragen? Vielleicht mal außerhalb was bauen? Kinder, ich bin ja in der Ritterzeit. Heißt, ich kann hier ein Dorfzentrum... Wenn ich Holz habe, kann ich hier ein Dorfzentrum errichten. Und das muss ich sagen, finde ich gut. Ja, muss man mal ehrlich sagen dürfen, yes. Oder so. Weil ich würde mein kleines Lager hier nur ungern vergrößern. Wie gesagt, Lebenseinstellung. Vielleicht, weil ich dann genau weiß, wenn mich irgend so eine Sau angreift, dann weiß ich es ganz genau. Vielleicht ist es ja deswegen. Keine Ahnung. Okay, ihr Holzfäller habe ich... ich habe einen Holzfäller. Wow, yeah. Dann könnt ihr mal hier hinten... Okay, dann geht ihr extern. Ich habe hier einen Holzfäller, das reicht mir. Oder alle anderen Holzfäller dürfen... Oder alle anderen Leute dürfen extern gehen.
So, das Problem, was ich jetzt habe, werde ich mit einer Mühle schnell beheben können. Ich meine, klar bringt mir hier die Mühle nichts, aber ich muss irgendwo die Felder nachbestellen. Und, hey, du kannst da hinterlaufen, ist doch Wahnsinn, ne? Du wirst geliebt. Stell dir das mal vor. Okay, warte, gehst du? Ah, genau, ihr seid ja wieder zu dumm. Ich verstehe. I understand this. No problem. So, jetzt habe ich natürlich gar kein Holz mehr für irgendein Feld. Legst mich doch, Homewash. Seid ihr eigentlich behindert? Muss man auch mal ehrlich fragen dürfen irgendwo, ne, Kinder, also. Was seid ihr? Ich meine, seid ihr nur so dumm oder tut ihr so? Das ist ehrlich, was? Warum? Boah, nee, abtören, krasse abtören. Ja. So, Holz. Es wird mal Zeit für Holz. Und wenn mein Holzfäller auch mal was leisten würde, dann könnten wir ganz gemütlich hier mal ein Holzfällerlager hinbauen. Aber nein, unser Holzfäller möchte nicht, ja? Und das muss man auch irgendwo respektieren. Es steht in seinen Arbeitsbedingungen drin, die wir ausgehandelt haben. Ja, nach Verdi-Vertrag. Oder was, hättest du wohl gern, oder wie? Ich glaube, es hackt auch. Wahnsinn. Leben ist kein Wunschkonzert, Kinder. Naja, gut. Mach schneller. Ja, oh, yes, okay. Rund geht es. Zack.